So Leute, da sind wir zurück bei Duels of the Planeswalkers Magic the Gathering 2015. Ich habe einen neuen PC. Ich hoffe mal, das läuft jetzt alles mit der Aufnahme. Ich werde nach der ersten Mal, wenn wir jetzt hier gerade mal gegen Ortshoffs Forderung spielen, nach dem Ding werde ich mal nachgucken, was so hier abgeht, ob die Aufnahme okay ist. Wenn jetzt das Kacke ist, werde ich hier oben irgendwo einen Link einfügen, von wegen ab hier geht's normal weiter. So, das Ortshoff-Syndikat treibt seine Schulden auch dann ein, wenn sie den Schuldner getötet haben. Tasa Karloff, die Gesandte der Gilde, hat ganz eigene Pläne und kann deine Schnüffeleien gar nicht gebrauchen. Wenn du ihre Schlägertypen besiegen kannst, gibt sie dir Informationen, nur um dich los zu sein. Tasa ist cool, ich mag Tasa. Tasa war schon im ersten Ravnica-Block der Wahnsinn, aber die neue Tasa ist so, ist ein bisschen teuer, ist ein Commander sehr geil. Aber sonst, ja, Karten abhalten. Ein blaues noch und dann läuft die Sache hier. Weil dann können wir hier nämlich machen. Saustarke Kombination. Ihr Schlägertrupp. Okay, der ist ziemlich stark, der Troll. Zumindest in diesem Format hier. Ja, dann Bände. Ja, wie gesagt, ich habe einen neuen PC. Ich weiß es noch nicht genau. Er zeigt mir sehr wenige FPS an. Und ich habe jetzt auch zwei Bildschirme. Ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, wenn ich noch irgendwas zu verbessern habe oder so, dass ich das dann auch tue. Noch so ein. Wow. Also ja, kein schwarzes Mana, um die Dinger bisher zu regenerieren. Aber das ist ja auch nur bisher so. Okay, jetzt würde ich mal gerne langsam echt ein blaues ziehen. Ich habe von Mana-Basis her sehr, sehr wenig. Nee, bist du bekloppt? Bist du bekloppt? Die will ich für meine eigene Kreatur spielen. Von der Mana-Basis her sehr, sehr wenig Länder. Ich glaube, ich habe 19 Länder drin. Dafür drei von den Amuletten, um Mana-Fixing zu betreiben, weil ich noch keine Gates habe. Und Gates ja hier sozusagen... Wow. Das Einzige sind, was hier in dem Spiel irgendwie großartig an Mana-Fixing da ist. Also Gates, Darksteel-Zeug und ja, sonstiges. Ja, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe jetzt 4 Tage ausgesetzt gehabt über die Gamescom. Blaues. Oh Gott. Jo, weiter. Können wir noch nichts machen. Warum habe ich alle drei davon? Ich habe 4 Stück davon drin, habe 3 auf der Hand. Fick dich. Ja, ich war auf der Gamescom und ich habe dazu auch... Ja, komm, eins davon kann weg. Habe davon auch ein Video hochgeladen von dem Giveaways-Stand von Magic auf meinem Zweitkanal. Könnt ihr mal gucken gehen. MTG Black Set müsste auch verlinkt irgendwo sein. Und wenn nicht, ist es im Hauptspiel verlinkt, also im Hauptding verlinkt. Auf dem Kanal selber. Da habe ich halt die ganzen Giveaways von Magic mal ausgepackt. Ja, abnötigen auch noch. Weiß nicht, ob wir das hinkriegen, wenn wir jetzt kein Land ziehen. Wir haben ein Land. Los, Primas. Dann können wir hier mit der Prüfung von Heliod echt mal gut hauen gehen. Mal schauen. Ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es war, ich war sehr begeistert. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal gucken gehen würdet. Weil je nachdem ist da vielleicht was Interessantes bei noch mehr abnötigen. Und dann haben wir gerade aktiviert abnötigen. Shit. Das ist jetzt halt eine Menge, was er da hat. Der wird zu 4-5. Das heißt, er müsste die 3 und dann könnte ich den und den kaputt machen. Das war's und könnte mit ihm nicht mehr angreifen. Doch, ich habe noch 1-1er, den er damit blockt. Pack auf, ich muss das Feld ein bisschen clearen. Vielleicht blockt er auch nur mit beiden Trollen und regeneriert sie. Das wäre natürlich noch das Coolste. Jetzt auch eine Runde warten können für den Zauber. Shit. What the fuck? Jetzt muss ich erstmal gerade hier. Oh Gott. Ja, der wird regeneriert und der wird regeneriert. Ja, ja, da geht mein Token drauf. Der geht drauf. Ja. Auch nicht so schlecht bisher.
Wie gesagt, ich hätte mal gerne ein bisschen blaues Mana. Oh Gott. Er kann nicht alleine angreifen oder alleine blocken. Das ist halt sehr, sehr hart. Wart, gibt er dem Lifelink? Okay. Okay. Unsere Leben schwinden. Und ich ziehe gleich kein blaues Mana. Ich muss es neu starten. Das nutze ich jetzt mal gerade, um zu gucken, ob die Aufnahme was wird. Bis gleich. Ja, das läuft. Das läuft, das läuft. Ist in Ordnung. So, nochmal probieren. Taser rauszufordern. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Ich behalte die mal, weil wir anfangen dürfen. Und mach mal den da. Um ihrem Schlägertrupp entgegenzuwirken. Dann können wir hier gleich nullifizieren. Okay, die Hand ist nicht schlecht, aber ich habe halt drei Inseln. Das ist halt schon echt eine Menge. Vier Inseln, what the fuck? Das Deck trollt mich. Aber das habe ich auch anders erwartet. Das ist ein Deck von mir. Meine Decks trollen mich immer. Ja, mal schauen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sich das Ganze noch auswirken wird hier. Das Deck selber finde ich sehr, sehr cool. Ich habe es gerade eben mal in einem Online-Spiel gemacht. Und ja, da war das auf jeden Fall nicht schlecht und so viele Nullifies. Und es lief auf jeden Fall sehr, sehr stabil und hat auch gut Schaden gemacht. Und hat auch hier eine Menge Removal halt. Anderen Removal, als man gewohnt ist vielleicht, weil viele ja schwarz spielen. Und ja, ich musste irgendwie blau reinkriegen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch fast Mono White gespielt. Neutralisieren. Mono White ging nämlich auch ziemlich gut. Hatte extremst viele Karten auf der Hand und musste da mal schauen, wie ich das mache. Mit allen Angreifen Angriff! Sage ich. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier, das ist halt, ich bin halt noch total geflasht von der Gamescom selber. Weil da war so viel Zeug, so viel Kram. Wizard hat leider keinen guten Stand, also nicht so einen guten Stand. Weil direkt gegenüber AMD, die waren echt schweineschlaut. Die war nicht einfach schweineschlaut, auch den kann er haben. Der ist nur Verteidiger. Den darf er nicht haben. Den darf er einfach nicht haben. Nix gibt's. Oh ja, cool. Wir können unsere Kreatur Schutz geben. Toll und interessant. Angriff, er wird blocken, damit nichts passiert und dann sind alle zufrieden. Ich habe meine +1/+1 Marke und nächste Runde 10 Leben mehr. Das Heliod-Ding ist so stark. Aber Life-Gain wird in Magic sowieso, man kriegt so billig Life-Gain im Vergleich zu dem, was man Damage kriegt. Das ist echt Wahnsinn. Du kannst eh nicht angreifen. Lebensverknüpfung abnötigen, okay. Und den Stab für Schwarz. Okay. Ja, den Stab habe ich auch gezogen. Aus diesen Giveaway-Packs. Muss ich sagen, sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich bin früher die alten noch gewohnt. Die waren... Was geht denn jetzt ab? Ich habe übrigens 7 Inseln drin. Ja? Und 5 davon gerade gespielt. Und, ja, da muss ich ehrlich sagen, 10 Leben. Die alten waren, finde ich, ganz cool, weil die auch beim Gegner was weggenommen haben. Einzigen Vorteil, den Hiddy-Dinger haben, ist ganz klar, sie sind auch für die Länder da, aber finde ich so, meh. Noch so eine, okay. Und abnötigen.
nochmal abnötigen. Wow, und kriegt noch ein Leben. Weil sie schwarz ist. Kriege ich ja schon einen Collar. So, mal gucken, was er macht. Vielleicht blockt er mit beiden. Und dann würde ich sagen, gebe ich ihm Schutz vor Weiß. Oder zerstöre hinten die Kreatur. Schutz vor Weiß. Oder die Kreatur. Ich zerstöre die Kreatur. Oder Schutz vor Weiß. Dann würde nur er drauf gehen. Nichts würde passieren. Ansonsten könnte ich auch einfach hier die Kreatur zerstören. Die würde drauf gehen. Und die würde zwei Leben generieren. Dann hätte er nur noch... Ja, so mache ich das. Zerstöre ich ihm diese Kreatur. Dann hat er nicht mehr genug Angriffsstärke, um unsere Kreatur zu töten. Und er kriegt zwei Leben bei der ganzen Aktion. Aber wir behalten unsere Kreatur. Die Kreatur ist mir doch im Moment relativ wichtig. Okay, hol dir zwei Leben wieder raus. Ätzend. Ein weißer Stab noch, okay. Mit abnötigen. Der kriegt so viel Leben, das ist ja nicht mehr ver... Oder den. Ich glaube, wir spielen ihn. Spielen mal ihn, das ist... viel mehr Damage. Angriff! Mal gucken. Ja, Taser. Der neue Block ist auch angekündigt worden. Takanir, der dreifarbige Block. Die Enemy Colors, also die nicht die, die von Zendika waren, sondern die alten. Da freue ich mich auch unglaublich drauf. Also der wird lustig. Der wird richtig lustig. So, March Life Points. Ebene. Perfekt. Auf sie oder auf sie? Ich glaube auf sie, damit wir zwei so große Kreaturen haben. Und da gleich nochmal 10 Leben rauskriegen können. Ich hätte jetzt auch einfach dem 5-5er Wachsamkeit geben können, fällt mir an. Kann ich nächste Runde tun. Aber dann kann ich ihn nicht mehr mit angreifen. Ja, tut nämlich auf 20 und die auf 15. Wir haben einen starken Progress gemacht in diesem Spiel. Zweimal abnötigen. Oh Gott. Und da kriege ich noch ein Leben, sind drei Leben für ihn. Oh Gott. Mein Bident. Ich könnte den Bident so spielen. Weiter. Könnte sagen, mit dem da greife ich an. Ja, war klar. Ist mir egal, ich will nur die Marke drauf haben. Das Regenerationsschild ist mir relativ egal. Und jetzt machst du mal. Timer anhalten. Und du greifst in diesem Zug auf jeden Fall an mit allem, was möglich ist. Dann kann ich dir nämlich einen davon mal wegnehmen. Was? Zahlen die